Ja, hallo. Mein Name ist Jasen Öztekin von der Firma Gottlieb Nestle aus Dornstetten. Wir sind ein Hersteller für Vermessungsgeräte und Zubehör. Wir sind heute zu Besuch bei Hermann Schäfer in Weiltal. Ja, sag mal, was hat Ihre Anforderung, was ihr vorher nicht lösen konntet? Und vielleicht so einen kurzen Satz mal. Das große Problem war ja eigentlich immer gewesen, dass wenn draußen auf der Baustelle, das war ja wirklich die größte Intention gewesen, uns mal damit zu beschäftigen, wenn da irgendwas kurzfristig abgesteckt werden musste, aufgemessen werden musste oder so, da musste von uns hier immer jemand rausfahren. Unsere Baustellen gehen bis ins Rhein-Main-Gebiet runter, bis dahinter sogar noch, das heißt über eine Stunde Anfahrt. Da hat das immer einen Haufen Zeit gekostet. Dann hatten wir uns irgendwann überlegt, muss doch auch Möglichkeiten geben, dass sie draußen auch sich da mal was abstecken, aufmessen können. Und dann haben wir uns das halt angeguckt, ja, und das ist das Perfekte. Die Leute draußen können sich selbst was aufmessen, können sich selbst was abstecken. Ja. Okay. Die sind eigentlich vollends begeistert. Das ist ein echter echte Zeitersparnis für die draußen, für uns. Dieser schöne Spruch, der immer heißt, Zeit ist Geld. Ja. Ja. Also war das. Da hat wirklich einiges geholfen. Ja. Ja. Wenn wir so ein bisschen ins Detail gehen, die Aufnahmesoftware ist ja die Nestle On-to-Go-Software. Wenn du da mal so vom Ablauf her, jetzt vom Büro bis zur Baustelle, kurz so erklären kannst und vielleicht mal so die Software von der Bedienung her, wie kommt das so bei den Jungs an? Wie ist das Ablauf? Im Prinzip die Handhabung kommt für die da draußen, also das kommt bei denen sehr gut an, weil es einfach zu bedienen ist. Mhm. Ja. Und vieles selbst erklären, worüber sie sich immer richtig freuen, sind diese Wegweiser und die Bedienungsanleitung da drin, dass sie dann auch mal selbst noch drauf gehen können, ja. Ohne irgendwie lange im Internet suchen zu müssen oder so, ist ja alles in der Software schon mit drin. Ja. Ja. Und die Vorgehensweise halt, wir sitzen hier drin, machen eine Datei für die fertig. Mhm. Und könnt ihr dann per Mail da drauf schicken. Mhm. Und das ist halt wirklich, das ist einfach richtig genial, dass das geht. Das war früher auch immer ein Problem. Mhm. Wenn man was vergessen hat oder draußen die, dann musste auch immer einer hinfahren. Und jetzt können wir die Datei, Vermessungsdatei, oder den per Mail zuschicken, die spielen sich das ein und können sofort loslegen. Perfekt. Andersrum dasselbe genau. Genauso. Ja. Wenn die was aufmessen, speichern es ab, schicken es uns direkt per Mail und wir können es direkt einarbeiten. Wie seid ihr so mit dem Support von Nestle zufrieden? Gut, also wenn ich was habe oder so, oder draußen die von der Baustelle was haben, die rufen dann da auf der Nummer an, kriegen dann einen Rückruf. Und dann sind die Probleme sind eigentlich dann meistens schnell gelöst. Ihr habt ja so einige Systeme schon von uns im Einsatz. Jetzt haben wir auch das neue Modell, das Nestle GNPS 52 System. Mhm. Und wie ist Ihre Meinung dazu? Also ich finde das schon mal, was ein großer Vorteil wirklich ist, dass es kabellos jetzt mittlerweile ist. Ja. Und vorher habe ich auch draußen auf der Baustelle ein Problem gehabt, da sind die Kabel mal kaputt gegangen, abgerissen. Hier ist es jetzt komplett kabellos, mit Bluetooth. Das ist schon mal gut. Und vor allem der große Unterschied wirklich, was halt sehr gut ist, ist jetzt die Batteriekapazität. Ja. Vorher 3 bis 4 Stunden mit dem alten, mit dem neuen, kann man am ganzen Tag eigentlich arbeiten. Ja, jetzt haben wir auch noch einen Vorteil mit der permanenten Lizenz für On-to-Go, also auch keine Folgekosten mehr, die dann entstehen. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, nicht zu danken. Ja, viel Erfolg und viel Spaß damit. Ja. Dankeschön nochmal. Um auch zu danken. Gute Zusammenarbeit, dass es in den Jahren weitergehen soll. Ja. Also, euer Yasin aus Weiltal, Weil-Münster. Genauer gesagt, das war die Stadt. Wohnstadt. Schöne Grüße, bis dahin. Ciao.